Countdown läuft. Zuallererst dann die kritische Endabnahme durch die Experten. Wenige Stunden später dies. Der Chor von St. Theresia leitet die Festveranstaltung unter freiem Himmel mit Gesangsdarbietungen ein. Helmut Burkhardt, dem Vorstandsmitglied der Bürger- und Interessengemeinschaft Garath, als dem Ausrichter dieser ungewöhnlichen Feier. Einen Mitbürger gibt, der sich in besonderer Weise für die Geschichte, für die Geschichte... ...haben die Wissenschaftler das Wort. Dr. Dieter Korell sieht mit dieser Errichtung hoffnungsvolle Zeichen gesetzt und überbringt die Glückwünsche der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte. Ratsherr Josef Heinrich Sommer, der bei der Planung mit Rat und Tat zur Seite gestanden hatte, sah in diesem Hinwenden des neuen Stadtteils zur eigenen Geschichte Altes und Neues eine bleibende Verbindung eingehen. Auch er spricht aus, dass der Erbauer Anton Tripp mit diesem Monument bleibende Zeichen gesetzt hat. Und wie soll es weitergehen? Und so sind wir in dem, was wir eben gehört haben, in dem Geschehen, das Geschichte bedeutet. Und ich möchte an meine damalige Vision, die also den Titel trägt, all das Land, neue Stadt. Und dann wieder die Jugend, symbolisch für den jungen Stadtteil mit dem Richtfestspruch, der zugleich ein Geschichtsspruch ist. Vorgetragen von einer Schülerin, die anschließend den Taufakt mit Rheinwasser vornimmt. Ist das, was wir zu sagen haben, auf einer Tafel eingeschlagen. Wir sind die Jahrtausendsteine. Auch ohne eigene Beine stehen wir von ganz allein. Wenn wir uns mal im Kreise drehen, müsst ihr ein Sternchen weitergehen. Und könnt die Erde von unten den Mond dann endlich von hinten ansehen. Wir sind die Jahrtausendsteine. Auch ohne eigene Beine stehen wir von ganz alleine. Und so weiter und so weiter. Bis in alle Ewigkeit. Amen. So, es wird jetzt die Taufe der Steine vorgenommen. Ja. Und das war wirkliches Rheinwasser. Das war kein Weg. Es trifft zu mit der Aufstellung der Jahrtausendsteine unmittelbar am alten Ringgraben. Wurden Garaths historische Stätten mit einem Schlag über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus bekannt. Ein knapper Überblick über das Echo in der Presse macht dies deutlich. Die Monumentgestaltung ist damit noch nicht abgeschlossen. Die Schrift Jahrtausendsteine wird vom Gestalter in archaischer Technik ausgeführt. Kieselsteine aus Schichten, die von ungewöhnlichen erdgeschichtlichen Vorgängen künden, geben das Material ab. Die Bilder des rückseitigen Sockels in gleicher Technik ausgeführt, stellen Symbole aus den weitest zurückliegenden Kulturen Alteuropas dar. So neben megalithischen Spiralen und Halbkreisen das bronzezeitliche Schiff des Nordens. Und neben dem eiszeitlichen Fruchtbarkeitsidol das Bild der ältesten auf deutschem Boden gefundenen Wildpferdplastik. Mehr als 20 Jahrtausende alt.
Der Mittelstein ein sehr kostbarer Lochstein. In vorrömischer Zeit eine Art Rechtsstein, durch dessen Loch hindurch sich Partner zur Besiegelung einer Abmachung, auch bei Eheschließung, die Hände reichten. Eine Arbeit, mit der, wie es verschiedentlich ausgedrückt wurde, ganz neue Zeichen gesetzt sind, ist beendet. Heute, wie zu allen Zeiten, wartet Geschichtliches darauf, entdeckt und getan zu werden. Doch geht die Arbeit weiter. Das nächste Vorhaben wartet. Es liegt ebenfalls im Bereich der Landeshauptstadt. Dieses Mal im nördlichsten Teil. Unsere Stadt hat mehr. Dieser Film beweist es. Obwohl noch einige Kriegsschäden das Stadtbild von Düsseldorf prägen, geht der Wiederaufbau zügig voran. Nur die steigende Einwohnerzahl, da sind die evakuierten Düsseldorfer, die in ihre alte Heimatstadt zurückkehren, sowie Vertriebene und Flüchtlinge, die eine neue Bleibe suchen, bereiten den Stadtplanern Kopfzerbrechen. Es musste durch Neubebauung Abhilfe geschaffen werden. 1958 entschloss sich die Stadt, Finanzmittel bereitzustellen, um ein Gelände im Süden von Düsseldorf in Garath zu erwerben. An einem Modell von Garath erläutert Professor Tams einer interessierten Gesellschaft den Bauverlauf der einzelnen Bauabschnitte. Das alte Garath ist ein ganz von der Landwirtschaft geprägtes Dorf. Mit der Hofanlage Haus Buchholz und dem Kappeler Hof. Im Mittelpunkt das Schloss Garath, eine Residenz der Familie von Burgsdorf mit Gutshof. Auch dieser Hof wurde landwirtschaftlich genutzt und war bekannt durch seine Hühnerfarm. Durch die Neubebauung wird dieser dörfliche Charakter ganz verschwinden. Der 18. Februar 1961 ist dann ein bedeutender Tag für das neue Garath. Auf der grünen Wiese erfolgt der erste Spatenstich, den ein Bagger übernimmt. Ein von Professor Tams ausgearbeiteter Bebauungsplan soll jetzt konsequent durchgezogen werden. Geplant ist ein reiner Wohnstadtteil. Im Wettbewerbsprogramm von 1958 ist ein 100%iger sozialer Wohnungsbau vorgeschrieben. Mehrere Baufirmen werden 8.100 Wohnungen für 30.000 Menschen erstellen. Im Juni 1963 ziehen dann die ersten Familien in ihre neuen Wohnungen ein. Für viele Familien, die aus engen Wohnverhältnissen in die geräumigen Wohnungen mit Bad und Heizung einziehen, ist es endlich das richtige Zuhause. Nachdem die ersten Wohnungen 1964 im nordwestlichen Stadtteil bezogen sind, gehen die ersten Bürger in Protesthaltung gegen die Stadtwerke. Sie sind verunsichert über ihre unübersichtlichen Heizkostenabrechnungen. Auf dieser Grundlage bildet sich die Interessengemeinschaft Düsseldorf-Garath e.V. Da das Problem über eine längere Zeit anhält, bleibt an dem Verein der liebevoll spöttische Spitzname Heizungsverein haften. Rund 200 Mitglieder benennen dann im Frühjahr 1967 den Verein in die Bürger- und Interessengemeinschaft Garath e.V., kurz BIG genannt, um. Die BIG erinnert, dass die Zeit der Neubauten vorübergehen würde und jeder verpflichtet sein sollte, auf die Sauberkeit Garaths zu achten. Von der BIG wird eine groß angelegte Reinigungskampagne gestartet. Die den Umweltschutzpreis der Stadt Düsseldorf einbrachte. Mit der Fertigstellung der Bonhoeffer Kirche im ersten nordwestlichen Bauabschnitt zieht 1965 auch die Geistlichkeit in Garath ein.
Pastor Grebenstein erinnert sich. Die Kirche ist auch ein architektonisches Denkmal geworden, eine Selbstverwirklichung des Architekten. Das, was uns wichtig ist, was zur Funktion einer Kirche wichtig ist, das stand nicht so im Vordergrund. Sprich Beleuchtung oder Heizung, das hat alles nicht so funktioniert. Was auch sehr schlecht in der Kirche war, das ist die Akustik. Das hat uns zu schaffen gemacht, auch bei der Predigt, beim Singen. Aber die Kirche hat auch ihre positiven Seiten, so als Festkirche für große Anlässe und als Konzertraum ist sie durchaus schön. Sportbegeisterte junge Leute, die schon eine sportliche Erfahrung mitbringen, gründen 1966 den Garrater Sportverein, den GSV. Es herrscht eine große Sportbegeisterung in dem noch jungen Stadtteil. Wer irgendwie sportliche Ambitionen hat, tritt in den Sportverein ein. Vom Kinderturnen angefangen, über Leichtathletik, Gymnastik bis zum Fußball. Jede erdenkliche Sportart ist vertreten. Es werden die Turnhallen der Schulen genutzt. Und zum Fußballspielen steht die Sportanlage an der Koblenzer Straße zur Verfügung. Hier ersichtlich das Durchtrennen des Stadtteils durch die Eisenbahnstrecke Düsseldorf-Köln. Das erwies sich aber für die Bürger durch den Bau des S-Bahnhofs von großem Vorteil. In 15 Minuten erreicht man den Hauptbahnhof. So ist die kürzeste Verbindung in die Düsseldorfer Innenstadt gewährleistet. Um den zunehmenden Autoverkehr zu bewältigen, wird parallel zur Eisenbahnstrecke die Bundesstraße EB8, die spätere A59, gebaut. Auch verkehrsmäßig ein Vorteil. Die Garater Autofahrer sind sofort in das innerdeutsche Autobahnnetz eingebunden. Mit dem Bau der St. Norbert-Kirche 1968 entsteht im nordwestlichen Bauabschnitt ein evangelisch-katholisches Gemeindezentrum. Im südwestlichen Bauabschnitt wird die zweite evangelische Kirche, die Hoffnungskirche, der Gemeinde übergeben. Es ist eine lebendige Kirche, die von der Gemeinde mit Begeisterung angenommen wird. Viele Bürger nehmen eine ehrenamtliche Tätigkeit an und bringen viele kreative Ideen ein. Und das muss auch gefeiert werden. In dieser ersten Gastwirtschaft in Garath, heute Garather Krug, gründen einige Garather Bürger am 4. August 1969 den Heimatverein Garather Junges. Der Verein wird alles tun, um den Heimatgedanken in dem jungen Stadtteil zu intensivieren. Mit dieser Autorallye, die öfter wiederholt werden soll, möchten die Garather Junges den Autofahrern ein verkehrsgerechtes Autofahren übermitteln. Die katholische Kirche St. Theresia in dem kleinen Geschäftsviertel Garath Nordost hat zu einem Fest geladen. Um den neuen Bürgern Gelegenheit zu geben, ihr Gemeindezentrum kennenzulernen. Am Urdenbacher Acker wird 1971 dieses Abwasserpumpwerk fertiggestellt, um Garath bei anhaltendem Regen vor Hochwasser zu schützen. Mit einem Schneckenpumpwerk wird das Schmutzwasser aus dem Einzugsgebiet in ein höher liegendes Kanalsystem übergepumpt.
und kann über einen Notauslass zum Altrhein entlastet werden. Unübersehbar, die von Künstlern bunt bemalte Matthäuskirche, auch Garater Altenburg genannt. Ein angeschlossenes Altenheim, das Hildegardesheim, bietet für ca. 104 alte Menschen eine Unterkunft.